Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von uns. Diesmal im Hintergrund ein kleines Multiplayer-Ranking. Ich werde noch ein separates Video machen, wo wir uns das Gesamtpaket ansehen. Dieses Mal soll es, wie gesagt, nur um den Multiplayer gehen und dementsprechend wollen wir mal direkt starten. Die ersten drei Call of Duties habe ich ehrlich gesagt nicht gespielt, deswegen haben wir hier unten die Kategorie. Ich habe mir das Ganze hier zurecht gefotoshoppt für Spiele, zu denen ich einfach nichts sagen möchte, weil mir generell die Erfahrung fehlt. Ich habe natürlich zu allen Spielen mir Gameplay angesehen und auch hier und da mal was an Erfahrung bringen können. Der zweite hat in erster Linie wirklich einen sehr guten Ruf, hatte auch eine sehr aktive Modding-Community. Der dritte Teil hat die Fahrzeuge in den Mehrspieler gebracht und war generell eine Katastrophe. Also ich habe das ja eigentlich von niemandem was gehört, gesehen oder gelesen, der nicht über dieses Spiel gekotzt hat. Aber das Spiel existiert. Wie gesagt, ich kann dazu nicht wirklich was sagen. Ich kenne nur ihren Ruf. Über Call of Duty, das erste Spiel, hört man so gut wie gar nichts. Da war die Marke halt auch einfach noch nicht groß genug. Sie war gerade so erfolgreich genug, um Teil 2 rauszubringen. Und ab da ging es dann langsam bergauf bis zu dem fetten Knall von Modern Warfare, Call of Duty 4. Das war das Spiel, mit dem ich angefangen habe. Mein richtiger Multiplayer-Start war allerdings bei Modern Warfare 2. Wenn man daran denkt, wie dieses Spiel die Gaming-Landschaft verändert hat, dann ist es definitiv ein S++. Aber in dem Fall müssen wir mal ein bisschen dran denken. Es war halt der Anfang von dem, was wir bis heute spielen. Aber es gibt halt 3 Killstreaks, nur eine Handvoll Perks und Waffen. Nicht allzu viele Maps. Es war halt einfach der Anfang und kann einfach nicht das beste Spiel aller Zeiten sein, weil es das erste richtig gute war. Und ja, der Grundstein ist meistens halt nicht die Kirsche auf der Torte obendrauf, ne? Von daher gebe ich dem Ganzen ein A. World at War war vom Multiplayer her einfach nur ein glatter Reskin von Modern Warfare. Dementsprechend gebe ich einfach mal ein B, weil es nicht allzu innovativ war, wenn auch ein Themenwechsel. Als nächstes kommt Modern Warfare 2, Call of Duty 6. Ich habe mit dem Spiel angefangen und möchte ihm dementsprechend direkt ein S+ geben. Man muss jetzt aber mal ein bisschen die Nostalgiebrille absetzen und auch bedenken, dass das Spiel ein paar Kinderkrankheiten hatte. Egal wie geil das war, egal wie sehr es alle Leute damals gefeiert haben, es gab Probleme. Nuketube, One-Man-Army, man kennt's. Kommando Pro sehe ich nicht so als Problem, aber es mochten auch viele Leute nicht. Als nächstes haben wir den Multiplayer von Black Ops 1. Meiner Meinung nach definitiv auch ein S. Ich mochte immer mehr die Modern Warfare-Reihe und würde da, wenn wir das quasi jetzt nochmal aufteilen würden, auch behaupten, Modern Warfare 2 hatte den besseren Multiplayer als Black Ops 1. Das ist aber im Endeffekt eine reine Geschmacksfrage. Beide waren ähnlich geil und haben super zerberstet zu ihrer Zeit. Danach Modern Warfare 3, für mich eigentlich so ziemlich, ja, das perfekteste Spiel. Nicht unbedingt das einzige, das man S+ von mir bekommt. Aber ja, es hat im Prinzip auf Modern Warfare 2 mega zerrissene Multiplayer aufgebaut, Kinderkrankheiten gefixt und sich weiterentwickelt. Der Content kam seasonal, das war einfach ein komplett rundes, sahniges, saftiges Paket. Und ich kenne auch wirklich keine Sau, die keinen Spaß hatte an diesem Spiel. Also von daher ganz klares S+, das ist deutlich mehr gewesen, als man von einem Spiel erwarten konnte, was man sich gekauft hat. Ich würde mal behaupten, mit einem A kann man zufrieden sein für den Preis von damals 60 Euro. Alles, was mehr ist, ist einfach nur geschenkt. Black Ops 2, wenn er auch bei mir damals Startschwierigkeiten ausgelöst hat, war einfach ein sehr, sehr nicer Multiplayer. Ähnliches Konzept wie bei Modern Warfare 3. Sie haben halt auf dem Vorgänger aufgebaut, haben es weiterentwickelt, verbessert und vervielfältigt die Killstreaks und auch wieder ein rundes, perfektes Paket. Definitiv auch wieder ein S+, müssen wir gar nicht lange drüber nachdenken. Als nächstes kommt Call of Duty 10, aka Ghosts. Dieses Spiel, es hätte so viel sein können, es hätte ein Best-of sein können von allen Call of Duties davor. Aber letztendlich war es dann halt doch einfach nur unterdurchschnittlich, was den Multiplayer angeht. Die fehlende Drohne, das Setting, das Lean-Feature, es ist ja absolut kein B wert.
Wir wollen hier auch nicht auf World at War spucken, von daher klares C für Call of Duty Ghosts. Advanced Warfare, also ich möchte mal dazu so viel sagen, man hätte jetzt theoretisch auch diese, die nächsten beiden darauf folgenden Call of Duties rausnehmen können aus diesem Rating, weil let's be real, richtige Call of Duties sind Boots on the Ground. Nichtsdestotrotz muss man sagen, hätte Advanced Warfare nicht den SBMM und Pay-to-Win-Faktor drin gehabt, wäre es ein ziemlich, ziemlich nice Spiel gewesen. Letztendlich durch diesen Pay-to-Win-Schmu muss man es halt einfach relativ weit unten ansiedeln. Wenn es auch nicht eine komplette Katastrophe war, war es definitiv nicht gut und auch nicht, ich sag mal, konsumentenfreundlich. Black Ops 3 ist ja eine recht ähnliche Geschichte. Der Multiplayer hat jede Menge Spaß gemacht. Es war nicht mehr so schlimm mit dem SBMM, allerdings hatten wir trotzdem diesen Pay-to-Win-Aspekt gerade zum Ende der Lebenszeit. An der Stelle nicht ganz so schlimm Pay-to-Win, weil es einfach ganze Waffen waren, die man nicht bekommen hat, anstatt OP-Varianten, die automatisch halt den Win bringen. Wobei man auch wiederum sagen muss, dass die DLC-Waffen oftmals entweder einfach nur Reskins waren und damit sinnlos, gerade hier speziell im Nahkampfbereich. Die meisten Waffen hatten da keine unterschiedlichen Stats, es gab zwar ein paar Ausreißer, aber alles in allem war das im Prinzip nicht allzu viel besser oder schlechter als das normale Knife. Bei den normalen Waffen sieht es da natürlich schon wieder anders aus, ne? Einige konnte man halt gar nicht bekommen. Wie gesagt, an sich war das ein geiles COD vom Gameplay her. Die Killstreaks waren noch nice. An sich hätte es so viel besser sein können, wäre es nicht Pay-to-Win gewesen. Dann hätte sich wahrscheinlich hier sogar noch ein A erschlichen oder vielleicht, ja doch, hätte sich sogar ein S erschleichen können, wäre es Boots on the Ground gewesen. Und ohne den Pay-to-Win-Aspekt maybe sogar ein S+. Also Black Ops 3 hat für Advanced Movement-Verhältnisse definitiv abgeliefert. Da es aber Advanced Movement und Pay-to-Win war, ja, sage ich mal B, ist auf jeden Fall eine ganz gute Bewertung für das Spiel. Ja, das letzte Spiel aus dem Advanced Movement Trio war dann Infinite Warfare und lustigerweise war es halt nicht nur vom Setting, sondern halt auch wirklich vom Gameplay her einfach das mit Abstand schlechteste Advanced Movement Call of Duty. Gott weiß wieso. Wirklich, keine Ahnung, wie man so blind sein konnte. Die Community war so übersättigt damals von diesem ganzen Advanced Movement Scheiß und trotzdem haben sie es uns reingedrückt. Die Leute hatten keinen Bock mehr auf futuristische Call of Duties. Und was haben sie bekommen? Zack, eins im Space. Geil, da hat man Bock drauf. Ja, es ist halt, wie gesagt, da wurden sehr merkwürdige Entscheidungen getroffen teilweise. Ich werde es bis heute nicht ganz verstehen. Ich, wie gesagt, dieses Spiel, es sah schlecht aus, es war im Prinzip ein Black Ops 3 Reskin, es hatte wieder so ein nerviges Waffenvariantensystem mit irgendwelchen Credits. Niemand will sowas, würde ich einfach mal behaupten. Die Killstreaks hatten irgendwelche merkwürdigen Varianten, also es war alles, und die gab es dann halt auch wieder nur für irgendwelche Credits. Es war einfach ein beschissenes Call of Duty, sagen wir, wie es ist. So, bei Call of Duty World War II habe ich das Ganze mal in zwei Teile geteilt. Einmal das Launch-Paket, das werden wir jetzt als erstes bewerten. Und danach die Variante ungefähr so ein halbes Jahr into the life cycle, sage ich mal. Mitte der Lebenszeit hatten wir dann nochmal einen ordentlichen Aufschwung, indem sie das ganze Spiel umgekrempelt haben, jede Menge neue Karten, Events und hast du nicht gesehen, reingeböllert haben. Das Spiel wurde, ja, oder sage ich mal, ging von 0 auf 100. War auf jeden Fall eine dolle Sache, sage ich mal. Aber erstmal das Launch Experience, wir hatten viel zu wenig Maps. Es war einfach kein richtig fertiges Spiel. Also man hatte das Gefühl, sie sind nicht fertig geworden. Die Möglichkeiten, seine Klasse zu erstellen, waren sehr begrenzt durch dieses komische Spezialistensystem, das sie da hatten. Hieß ein bisschen anders, irgendwie Rekrut oder Trupp, ich weiß nicht mehr genau. Aber ist auch völlig Wurst. Das Spiel war einfach unfertig, hatte zu wenig Karten, zu wenig Killstreaks, zu wenig von allem. War einfach nicht doll. Als es dann jedoch verbessert wurde,
haben sie es einfach komplett abgeschossen. Also wie gesagt, in jeder Hinsicht wurde dieses Spiel verbessert. Es war eins der benutzerfreundlichsten Call of Duties, die wir jemals hatten, was DLC-Waffen angeht. Ja, es hatte noch Supply Drops, aber all das war überhaupt kein Problem durch die täglichen Armory Credits, die man sich verdienen konnte. Ich habe Videos auf meinem Kanal, wo ich mir innerhalb von wenigen Wochen über 80 Boxen angesammelt habe und die dann in einem Mass Opening halt einfach gegönnt habe. Ich habe mich eine davon gekauft. Ich hatte immer genügend Armory Credits, um mir alle Waffen sofort kaufen zu können, selbst wenn ich sie nicht gepult hätte in den ganzen Kisten, die ich vorher angespart habe. Also dieses Spiel war einfach von vorne bis hinten übers Microtransaction-System, wollte ich schon sagen, aber wie gesagt, das war gar nicht nötig. Übers Loot-System, es war einfach pures Gold nach dem Rework. War kein S-Plus-Spiel, aber definitiv ein solides S. Black Ops 4 ist so, ja, so ein eigenes Thema, sage ich mal. Wo es rauskam, auch wieder hier zu wenig Karten, zu wenig von allem. Schrecklicher Multiplayer, diese Spezialisten völlig overtuned. Man hatte einfach das Gefühl, man wird erschlagen davon, wie kacke alles ist. Ohne Witz. Ohne Ende Bugs. Sniper hatten, ich glaube, nur 4 oder 5 Schuss im Magazin. Es war einfach von vorne bis hinten schrecklich und hat kaum Spaß gemacht. Blackout war der Hammer, aber darum soll es jetzt nicht gehen. Das kommt dann zum Gesamtpaket. Wie gesagt, hier geht es wirklich nur um den Kern Multiplayer. Und damit ist es definitiv ein trauriges D. Es hätte mehr sein können, aber es ist echt nicht viel geworden. Ja, als vorletztes haben wir Modern Warfare. Ein Krebsgeschwür in der Call of Duty Geschichte. Wie gesagt, alles an diesem Spiel war für Camper. Die Time to Kill, das Map Design, Perks, die Ausrüstung, die Killstreaks, das Lean Feature, die Minimap. Es ist einfach purer Krebs von Anfang bis Ende, diese scheiß Türen, die man durchrennen konnte. Die Shotgun-Meter, also wie gesagt, SBMM at its finest. Schrecklicher, schrecklicher Multiplayer. Was soll man sagen? Einfach nur ein Scheißhaufen von einem Spiel. Noch deutlich schlechter als Infinite Warfare, von daher. Oder das, wenn man das hier von links nach rechts liest, sogar passend so, wie es ist. Als letztes haben wir Black Ops Cold War. Es hätte so viel werden können. Es ist so viel besser als Modern Warfare und durch SBMM am Ende doch einfach nicht wirklich spielbar. Wie gesagt, es hat fast alles besser gemacht, was Modern Warfare komplett vergurkt hat. Aber durch dieses SBMM, da kann es halt noch so viel besser sein. Es hätte ein S sein können, ganz klares, aber ja, mit SBMM at best ein D. Also es ist halt besser als Modern Warfare in jeder Hinsicht, aber immer noch ein Scheißhaufen. Deswegen geben wir dem Ganzen hier mal ein D an der Stelle, um es einfach zu würdigen, dass sie wenigstens alles andere besser gemacht haben. Ja, der ganz, ganz stark auffällige Abwärtstrend ist, dass alle Call of Duties, die auf C, D oder Scheißhaufen gelandet sind, einfach mit Ghosts und danach rauskamen. Das letzte wirklich gute Call of Duty war auf der PS3, abgesehen von dem Rework von World War II. Und wie gesagt, die meisten haben es ja damals gar nicht mehr miterlebt, wie es überhaupt war nach dem Rework, weil sie vorher schon ausgestiegen sind, weil es einfach zu schrecklich und zu langweilig war. Was ich auch sehr gut verstehen kann. Deswegen haben das viele heute eine sehr schlechte Meinung über dieses Spiel. Wie gesagt, es wurde von Grund auf umgekrempelt. Die haben da wirklich alles komplett neu gemacht. Das war einfach so insanely nice, dieses Spiel. Nicht umsonst bin ich da bis auf Prestigemeister 200 geklettert oder so. Aber ja, also wie gesagt, abgesehen von einem halben Jahr, dass wir bei Call of Duty World War II hatten, war multiplayer-technisch nichts mehr dabei, was irgendwie auch nur ansatzweise ein A erreicht hätte. Leute, es sieht einfach nicht gut aus, multiplayer-technisch. Was wir hier so um die Ohren geklatscht bekommen haben, ist einfach viel zu dünn gewesen. Die gesamte PS4-Laufbahn
hatte ein halbes Jahr, und wenn man Black Ops 3 geliebt hat und das Advanced Movement da mal jetzt rausrechnet, anderthalb Jahre guten Content. Die gesamte PS4-Lebenszeit. Es ist halt einfach nur traurig und schrecklich. Als richtiger COD-Fan bricht einem das Herz, aber jetzt, wo ich diese Liste hier angefertigt habe, wird es halt auch umso klarer. Es ist halt einfach, wir sind an einem Punkt, Freunde, da wird nichts mehr kommen. Ich bin wie so ein Heroin-Junkie. Ich kann nicht aufhören, diese Franchise zu spielen und den Scheiß zu kaufen. Aber wenn ihr die Möglichkeit habt, rettet euren Arsch, hört auf, COD zu zocken. Es kann nicht mehr wirklich bergauf gehen. Ich bin jedes Jahr neu optimistisch. Ah, da kommt wieder was. Das fühlt sich denn so an wie das erste Mal. Oh, ja, ja. Und dann kommt die traurige Wahrheit. Man spielt zum Beispiel Black Ops Cold War und denkt sich, Alter, danke. Danke, Herr im Himmel. Alles ist besser als davor. Oh, wunderbar. Das war das Launch-Wochenende. Ja, und dann hat SBMM gekickt. Also wie gesagt, alte Hasen oder generell Leute, die gut spielen können, sind einfach unerwünscht in dieser Franchise. Für richtige Amateure war Modern Warfare natürlich der Shit schlechthin. Und wie gesagt, auch auf Warzone will ich jetzt in dem Fall hier nicht zu sprechen kommen. Das geht tatsächlich jetzt nur um den Kern-Multiplayer, wie ich schon ein, zwei Mal gesagt hatte. Ja, also wie gesagt, Freunde, man sieht es hier, anderthalb Jahre, wenn man ein Auge zudrückt bei Black Ops 3 und B noch mit reinrechnet, hatten wir guten Content auf der gesamten PS4. Und damit wünsche ich euch noch einen schönen Abend.